beide sind jetzt noch stumm. Nee, ja. Jetzt. Und wir sind live an der Atlantikküste zum 19. Livestream-Konzert für die Hakenhafen und andere Hafen und für meine kleine Wenigkeit und meine Gastmusikerinnen. Heute zu Gast Merit Zloch aus Berlin, auf die ich mich sehr gefreut habe. Wir haben hier gerade eine Albumproduktion am Laufen. Wir haben heute den ganzen Tag aufgenommen, Merits wunderschöne Musik. Und ein bisschen davon möchte sie auch mit euch teilen heute. Ja, guten Abend auch von mir. Ich habe hinter mir das rauschende Meer und vor mir zieht ein Sturm auf in einem Wald. Das ist ganz faszinierend. Ja, ich habe ganz, ganz viel Musik gemacht und will jetzt noch mehr spielen. Für euch und sie da draußen. So, in my back there is the ocean and in front of me there is a forest and behind the forest are dark clouds and a storm is coming up. So this is really amazing. I think I will never ever again be in such a situation like this. I've been recording and playing all the day and I'm really up to play a little more tonight for you all.
And so am I. So, welcome to the 19th Harp live streaming concert from my living room, or maybe not. Maybe it's from the Dingle Peninsula in Ireland, where we are in a separate universe, in Tiananog, in the country of, in the land of youth, hopefully. where time has no dominion and we have our own, or at least we wish. But this is not so much about verbal storytelling tonight, it's more about the music. And I would like to kick it off. I played a little improvisation to say hello to you, and now I'm playing a little blues that I made up, that I came up with. And this blues is, even though it's a blues, but it's inspired by the great Irish harpist Janet Harbison, who is, by the way, also producing a new album. She just released a teaser the other day. And hello, Janet, by the way. And I love your music, and I'm looking forward to your new album. And I'm so happy that you're doing it. Ja, also das nächste Stück ist ein kleiner Blues, den ich mir ausgedacht habe vor vielen Jahren für eine Kollegin aus Irland, Janet Harbison, die ich also schon in jungen Harfner Jahren kennengelernt habe und die schon Ewigkeiten Harfe spielt. Sie arbeitet auch gerade an einem neuen Album und ist dann, also hatte auch schon eine Vorabversion veröffentlicht und ist dann also bald auch wieder auf einem Album zu hören. Blues for Janet. Thank you.
Also schon mal vielen Dank für den Applaus hier virtuell im Chat und für die Rückmeldungen, die lese ich gerade so ein bisschen mit hier. Und eine schreibt, Ila Wolf, Ila schreibt, es fehlt noch ein Ventilator für die Windsimulation bei den Wellen. Dann hätte ich mir eine andere Frisur machen müssen, weil wenn ich dann an der Harfe stehe, dann sehe ich plötzlich nichts mehr, weil ich die ganzen Haare im Gesicht habe. Aber es ist eine gute Idee. Ja, nächstes Mal vielleicht. Ne? Also ist, auf jeden Fall sollten wir das im Auge behalten. Also Ella writes that she wishes for a little fan to be installed to blow in the direction of the wind. Now since we are sitting in front of the sea, that would confuse Merit's hair to complete oblivion and she wouldn't be able to see the strings anymore. And that's why we did away with the fan. Of course we tried it out first, but we didn't decide to, you know, we didn't end up using it. That's my theory. Yeah, it's of course true, yeah. Yeah. So I would like to introduce you a little bit. I would like to tell people who you are. Mm-hmm. And they already know what brought you to this little sofa in front of the Atlantic Ocean. But why don't you tell us a little bit about you and where you come from musically and what you have in store for us tonight? Yeah, I am Merit Zloch. Originally, I'm from the seaside, so I was born in Stralsund, which is just opposite the Isle of Rügen in the Baltic Sea, so kind of not directly the Baltic Sea, but a kind of channel between the Baltic Sea and the Greifswalder Bodden. And I started being interested in traditional music when I was kind of 16, and the first piece I'm going to play for you is one of the first pieces ever that brought me into contact to German folk music. Ach, bitterer Winter. So it's a winter song. It's really a song with lyrics I'm not going to sing that has been published in the 17th century in a kind of, kind of three voice version or three lines version to sing. Now in German, as the second thing, ich bin Merit Zloch und komme tatsächlich vom Meer. Ich bin nämlich in Stralsund geboren. Ich glaube, in Deutschland wissen die meisten ungefähr, wo Stralsund liegt. Das liegt in Vorpommern, für die, die es nicht kennen, gegenüber der Insel Rügen am Strelasund. Das ist eine Meerenge sozusagen zwischen tatsächlich der Quasi-Ostsee und dem Greifswalder Bodden. Und ich bin mit 16 in Kontakt mit deutscher Volksmusik gekommen oder deutscher traditioneller Musik. Und das erste Stück, was ich spielen möchte, ist eine Interpretation von Ach, bitterer Winter. Das war so ziemlich das erste Stück, über das ich gestolpert bin an deutscher Volksmusik. In dem Fall ein Lied, was ich nicht singen werde, sondern nur spielen. Das wird wahrscheinlich der Starter meiner Solo-CD, die ich hier gerade aufnehme. Und das wird vielleicht das erste Stück auf der Solo-CD werden. Das haben wir heute auch schon aufgenommen. Ist alles im Kasten. Oh, bitter winter. Ja. Thank you.
Ja, vielen, vielen Dank für das wundervolle Stück. Ich habe es heute Mittag schon sehr zu schätzen gelernt. Und ich, ist jetzt schon eins meiner Lieblingsstücke. Aber ich weiß auch nicht, ich kann mich auch nie entscheiden. Wie viele Stücke werden es? Ich denke, es werden so 11 werden insgesamt. Ich hoffe, dass wir jetzt 7 schaffen an dem Wochenende. Und ich bin ganz überrascht, dass du das überhaupt noch hören kannst. Ich bin auch sehr überrascht, dass ich es noch hören kann, weil ich habe es heute doch schon einige Male gespielt. So I'm rather surprised that Ralph still enjoys this melody, because he has heard this quite many times today already. And me as well, but I'm also still enjoying this. So. Ja. By the way, thank you very much for inviting me here to this live stream. I'm really happy to be here, and it's a nice experience, because I don't have to care about anything but my music. And I've never been on such a professional live streaming location before, because the live streams I did before, I made on my own, with my own technique. So ich bin sehr, sehr froh und freue mich total, dass ich hier sein kann und wollte mich für die Einladung nochmal bedanken und vor allem für dieses luxuriöse Ambiente, weil ich mich um nichts kümmern muss, außer um meine Musik, und dass hier alles viel, viel professioneller aussieht als bei mir, wenn ich meinen Livestream zu Hause mache oder von der Werkstatt in der Berliner Allee in Berlin. Wir tun unser Bestes. Mit wir meine ich natürlich mich und ja, yeah, we're doing our best here to provide this. And also, hard music for me, it means that it only, my taste in hard music is, you know, this Oscar Wilde quote that is coming up now. My taste in music is simple. My taste in hard music is very simple. Only the very best. Und also mein Geschmack in Harfenmusik ist sehr simpel, frei nach Oscar Wilde, immer von allem nur das Beste. Und es ist so, dass ich sehr, sehr viel Wert auf den Klang lege. Ich mache jetzt halt so ein bisschen so einen Werbeblock. ich lege schon sehr großen Wert auf den Klang, weil die Harfen es verdient haben und weil es für viele auch noch so ein Nischeninstrument ist und weil man immer wieder gefragt wird, was ist das eigentlich? Ist es ein Cello oder ist das eine Zither? Wer viel mit der Bahn reist, wird das noch besser wissen. Ja. Was hast du schon für Instrumente gehört? Guillotine. Ja. Kein Witz. Mhm. Cello. So eine Taschenguillotine. Balalaika. Bass-Balalaika. Definitiv mehrmals. Und sehr, sehr häufig und vermehrt in letzter Zeit, kommt mein Englischhirn mit meinem Deutschhirn gerade in Konflikt, tatsächlich Harfe. Also die Treffermenge wird größer mit den Jahren. Massiv. Also bei mir, weil ich bin, wie gesagt, sehr, sehr viel mit dem Ding in der Öffentlichkeit unterwegs und kriege immer einen Schreck, wenn ich mich selber an der Schaufensterscheibe sehe mit vollem Gepäck. Das ist natürlich dann sehr auffällig mit der großen roten Tasche und einem Rucksack auf meistens noch. Aber das erkennen inzwischen sehr, sehr viele Leute als Harfe tatsächlich. Interessant, ja. The positive identification rate is going up for harps to be identified during train or public transport travel. And previously the instrument variety was very large, anything from Russian balalaika to guillotine. Guillotine, yeah. Which is not a paper cutter in German. It means really the French original, where you chopped off people's heads. This was a boy, by the way. Yeah. I guess he perhaps played a little bit too many computer games or something. I can't think of one with the guillotine. We are usually, why not? We are usually, I don't know, either archers or I'm not going there, but I haven't seen guillotines in computer games. That's really weird. Yeah. I will check this and ask people. So I've had cello for this, because like for airlines it's like the standard. Any instrument is a cello, because it's like fragile and people recognize the value of it sometimes until they run it over with a forklift. And then I had guitar for some reason. You know, with this, I don't know what, but it's still a niche instrument, and I want to bring it forward a little bit. That for me includes making the best of the sound and capturing the best of the sound.
So, that's what we do here in my little forest studio. Mhm. Das war jetzt das Ende des Werbeblocks für mein kleines Waldstudio, wo wir eben auch wirklich versuchen, diesen Harfenklang so gut wie möglich abzubilden. Und das geht hier sehr gut in den Studioräumen. Es geht auch gut in ein paar benachbarten Kirchen, wo wir uns ein paar Mal einmieten und öfter mal auch Aufnahmen machen. Das ist also auch natürlich, da ist die Akustik schon mitgeliefert und da gibt es hier auch ein paar sehr schöne in der Gegend. So, jetzt ist aber endgültig Ende, jetzt gibt es wieder Musik. So, this was, thank you for listening to my advertisement, my self-advertisement, and now we're going on with the music. I have a very, very small set list today, which is like, it's like a set list for ants. Eine sehr kleine Liste heute mit Liedern. Blues for Janet hatte ich schon. Und jetzt steht hier als nächstes drauf Air Improvisation. Air ist ja sowas, also ein Air ist ja ein langsames Stück. Und im Schottischen oder irischen Musik heißt es eben immer so eine Art Ballade. Und ich versuche mich da nochmal dran. Wollen wir doch mal schauen. Ein Fangirl hat noch was geschrieben. Das muss ich jetzt aber vorlesen. Das ist ein bisschen Selbstlob, Entschuldigung. Aber sie schreibt, ich kenne ernsthaft niemanden, der aus der Aufnahme so schön klingt wie deine. Vielen Dank. Es ehrt mich, dass es auch am anderen Ende ankommt. Und I won't translate this because it's, I don't want to embarrass myself. Thank you.
Das war, ich bin da so ein bisschen reingerutscht jetzt von der Improvisation in ein Lied, was ich mal mir ausgedacht habe, oder ein Stück, das ich mir mal ausgedacht habe, so ein kleines Konzeptstück. Das sollte mal ganz ursprünglich auf mein ganz erstes Album, Frühdote, ja. Ist aber nicht dann, zum Schluss hat es eben das nicht aufs Album geschafft. Ich habe also da so ein bisschen auf Halde gearbeitet und da waren halt ein paar Stücke übrig und die haben es eben dann nicht aufs Album geschafft. Und dieses Stück heißt For a Friend. So this was the piece that one of the pieces that did not make it onto my first solo album, Frühdote, ja. And the Blues for Janet is on there, but not this one. This one is called For a Friend, and it was like a conceptualization of an idea, and I didn't feel it fit the rest of the album, so it was like an apocryphic piece. Okay, over to you. Yeah, I think I will have to retune at least one or two strings. Ich glaube, ich muss ganz kurz zwei Seiten im Diskant stimmen, weil das ist mir vorhin schon aufgefallen, die könnten es mal vertragen. Ich werde ein... Gar nicht so schlimm. Hast du das hier? Vielleicht bin ich auch bestimmt. Aha. Hat sich wieder hingestimmt hier. Von einer selbststimmende Harfe. Das ist eine Harfe, die nicht nur Treppenstürze gut überlebt, sondern auch sich selber wieder stimmt, wenn sie verstimmt ist. Das Stück, was ich jetzt spielen möchte, kommt auch auf meine CD drauf. Es wird auch höchste Zeit, weil das hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Heißt Zustand Sardine und ist zu großen Teilen in einem überfüllten ICE entstanden. So this next piece will also be on my solo CD we are recording just now. I think this will be one of the tomorrow tunes or pieces. It's called Zustand Sardine, so Stage of Sardine, glaube ich. I think Sardine. Anchovy. Anchovy, State of Anchovy. And it has been largely come to life in a very crowded ICE train in Germany that in the end ended up to be evacuated because the engine broke down, and in the middle of the Thuringian forest I had to leave this train with my harp. But that's a very long story I'm not going to tell you. I'm going to play you some music now. And for the Deutsche Bahn it was just another Tuesday. Yes, yes, in the good old days, yeah. Thank you.
Ja, vielen, vielen Dank an Merit Zloch. Wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste in der City Express. Sind noch Fahrgäste zugestiegen hier? Ja. Oh wow, da ist ganz viel los. Ich kann das hier durch die Seiten hindurch beobachten. So I can see the comments through the strings and there's lots of icons and lots of yellow and red. Ja. Oh my God, that's also really nice. Mary Brown schreibt, das Stück hat sie auch beim Küchenkonzert gespielt. Die Klorolle im Hintergrund. Ja, das stimmt. This is true, yeah. I played this in one of my live streams from my kitchen. Yeah. So, yeah. Yeah, thank you for sharing this. This was wonderful. And very bluesy as well. So maybe today is blues day for some... I know why, but that's another story. Of course, every day is blues day. Oh my God, yeah. Ja, also ihr seht, wir haben uns schon so ein bisschen aufeinander eingeschossen heute während der Aufnahmesession und schon Merit hat, ich weiß nicht, gefühlte 80 Mal ihre Harfe stimmen müssen, weil wieder irgendein Ton dann nicht ganz perfekt war. Darauf lege ich natürlich größten Wert. Ich auch. Und sie auch. Und wer übrigens ein bisschen was lernen will darüber, wie man diesen Klang erzeugt und was man hier Livestreaming-mäßig macht, und auch aufnahmetechnisch im Studio. Ich scheue mich nicht, das auch mit Menschen zu teilen, die sich dafür interessieren. Das ist also keine arkane Geheimwissenschaft, sondern, oder vielleicht komme ich auch in ein Alter, wo man es möglichst noch weitergeben will. Auf jeden Fall könnt ihr, also scheut euch nicht zu fragen, egal ob es jetzt um Livestreaming geht oder um Aufnahmen von Harfen, sonstigen Instrumenten und diese ganze Technik, den ganzen Technik-Klumpert, der dahinter steht. Ich gebe das also sehr gerne weiter. So, if you want to learn something about picking up the harp in a good way and making a good sound with it live or with for live streaming or for recording an album or whatever, please feel free to ask. And I'm very happy to explain to whoever is interested. Maybe it's because I'm getting to an age where, you know, I better have shared this with the rest of the world before I go, but it's not that bad. So you can really ask. And there's also an English interview in a place called Harp Column, like a column in the newspaper, and that's run by Paula Tate near Oxford, and she did an interview with me some time back where I'm explaining exactly that and how to record a harp and how to place your microphones and what have you. So that's a place to start. So this is not an arcane magical voodoo science, if you want. It's really something that is accessible, and many, many people throughout my career have helped me, and also I've had some sound engineering mentors almost who helped me along the way and who helped me to get where I am, and I'm very grateful for that, and they had no problem sharing their knowledge, so neither have I. Bin ich jetzt dran? Ich glaube ja. Oder wollen wir ein Stück zusammenspielen? Das können wir auch tun, ja. Ja. Können wir das mal machen? Ich würde sagen, wir probieren es. Dann probieren wir das. So we'll try something together. In D, oder? Mhm. Sehr gut. Also in D. And it's a piece that I don't really have to announce anymore. I played it a couple of times here, but always a little different. And this one will be different too. Do we have a reverb? Yes. Yeah, we do. Lots of it. Yeah, I like my reverb. Everything tastes better with ketchup. Not more cowbells, but more reverb. Exactly, yes. It's like the subtle form of a cowbell. I see. Okay, come on. Thank you.
Das hat Spaß gemacht. Ich habe ganz, ganz lange nicht mehr mit anderen Leuten zusammengespielt oder nur mit sehr wenigen. Das ist jetzt gerade mal wieder eine schöne Inspiration. Und was für eine, ja. Sehr gut. Yeah, it has been a while since we had the opportunity to play along and it's a great pleasure. So, and it's a great pleasure also because we, well, let me be honest here. We did not practice a lot because Merit was recording her album all day. So we, when I did the sound check for this live stream, we came together and we sat together for like a few minutes and in a session kind of way, you know, like open the book and what can we play together? And this one came to mind almost immediately. And yeah, and the rest is now in the ether. Also, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wir haben natürlich den ganzen Tag Merits Album aufgenommen. Das heißt, wir hatten gar nicht so viel Zeit, um zu proben. Aber so macht man das eben so als Session-Musiker oder als keltischer Harfenspieler, Harfenspielerin, öffnet man das Session-Buch und dann ist da immer irgendein Stück drin, was man zusammen kann. Und das war eben der Chanter-Song. Also vielen Real Dank. Book of Session. Yeah, the Real Book of Sessions, exactly, yes. And I'm sure there are many different ones, but there are some I wouldn't say standards, but this one is rather well known. So thank you very much. Yeah, thank you for sharing this music with me. So who is continuing, you or me? First I would like to ask you about your other musical projects. Yeah, oh my God, because yeah. Because there's not only, that's not just one that you're doing, there, I don't know, like 5, 6, 7? I think it's less. So at the moment I have 3 other projects that sometimes contain the same musicians. The first I would like to mention, or the first two are two duos. One with Daniela Heiderich, a German harp player as well, and singer, and she also plays bagpipes, but not in this project. It's called Harfenduo Zirla, and we recorded a CD in February 2019 together here in this lovely little hut in the forest. And I really like to play with harp duos. I had one before, the one with Daniela, and I like to jam with other harpists as well, so that's one thing I enjoy quite a lot. Then I have the second duo I would like to mention is with a piper called Matthias Branschke. He's a pipe maker and an excellent musician from Germany as well, from Berlin, and we mostly play dance music and quite a lot of original music of his. Melodies he came up with and we arranged together. Perhaps this is also interesting for the harp duo. This is mostly traditional music from German manuscripts that we arrange quite a lot. The project with Matthias Branschke is more his music, some of mine as well. And then we have a trio with a violin player, Vivian Zeller from Berlin, who's much into traditional German music as well. But this trio has a dance music by folk music that has been born out of improvisations. It's called Sunday Jam. So this is my main project at the moment. There are some sidekicks as well, but that's it at the moment. Ich habe gar nicht so sehr viele Projekte momentan tatsächlich. Das ändert sich ja auch immer mal wieder, manchmal relativ abrupt, manchmal stirbt so ein Projekt langsam und ein anderes wird langsam geboren. Das erste, was ich erwähnen möchte, ist das Harfenduo Zirla mit Daniela Heiderich, die sicherlich vielen von euch ein Begriff ist. Wir haben 2019 im Februar hier eine Duo-CD aufgenommen und sehr viel Spaß dabei gehabt. Dieses Projekt hat im Moment hauptsächlich relativ ausufernde Arrangements von Musik aus deutschen Tanzmusikhandschriften. Dann ein weiteres Duo mit Matthias Branschke. Matthias Branschke ist nicht nur ein exzellenter Dudelsackbauer, sondern auch ein ganz, ganz hervorragender Dudelsackspieler. Und da dreht sich es um Tanzmusik größtenteils. Vorrangig aus seiner Feder, also Melodien, die er komponiert hat und die wir gemeinsam arrangieren. Oh, ich mag Dudelsackmusik sehr, sehr gerne und spiele unglaublich gern mit Dudelsäcken, nicht nur mit Harfen im Duo zusammen, und daher macht mir das auch sehr viel Freude. Und das dritte Projekt, was momentan läuft, ist ein Trio namens Sunday Jam. Das besteht aus Matthias Branschke, mir und Vivian Zeller, die ist die dritte im Bunde da, einer Geigerin aus Berlin,
die viel traditionelle Musik, deutsche traditionelle Musik macht, aber auch in vielen anderen Stilistiken zu Hause ist. Aber das ist so ihr Hauptmerkmal, womit sie sich beschäftigt. Und dieses Projekt spielt Tanzmusik oder tanzmusikartige Musik, die aus Improvisation zu dritt entstanden ist. So sieht es momentan bei mir projektmäßig aus. Und Solo natürlich. Ja, das ist aber auch schon eine ganze Menge, ne? Ja. Also das, bist du ausgelastet oder du unterrichtest auch viel? Ja, ich lebe quasi vom Hafeunterrichten, muss ich sagen. Und leider ist es so, dass dieses Jahr für mich ein sehr, sehr gutes Konzertjahr gewesen wäre und es tatsächlich auch war bis Mitte Februar. Ich hatte Kurse in England, in Thüringen einen Kurs, den ich mit organisiere. Was ich auch tue, ich organisiere auch Veranstaltungen und Kurse. Also ich bin sozusagen auf beiden Seiten unterwegs und tue beides auch sehr gerne. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Geschichte, wenn man einfach beide Seiten kennt. Aber ja, manchmal auch, wie soll man sagen, schwierig. Aber ich sehe oft eher die positiven Seiten an solchen, solchen Konstellationen. Genau, und ich lebe aber hauptsächlich vom Hafenunterricht in Berlin und hätte dieses Jahr viele Konzerte gehabt mit all diesen tollen Projekten, die aber alle ausgefallen sind, bis auf eins Ende September vielleicht im Schwarzwald. Ich hoffe, das findet statt. Wir werden sehen. Ja. So you, apart from your other musical projects, you're also teaching a lot. You are a harp teacher, essentially. Yeah, that's my main profession at the moment. This year would have been a really great year for gigs for me and for workshops as well, but everything was cancelled, as with everyone. But I still had a very good January and February and much fun, many people visiting me, many rehearsals with bands or meetings with people and also some gigs. And yeah, I'm also doing Skype teaching and not only since COVID-19, but I do this since 2017. And I must say, I quite like it. And so if you are far away, or if you are somewhere in Berlin and too far away to travel to me, you just can get Skype lessons from me. Yeah, and yeah, that's my main thing. And this year would have been a good year for me with concerts and gigs, but everything is cancelled. But one concert in September, in the end of September, I still hope and pray that this will take place. Do you have a website? Yes, I do. Ich habe eine Website. I do have a website, which is www. My full name. I spell meritzloch.net. Net. Yeah. www.meritzloch.net. It's also now in the chat. Thank you very much. That's great. Vielen Dank. Yeah, thank you. Thank you for your story and for being here, of course. I have one more on the list, mm-hmm. and I think then I would give you the last one. If okay, that's okay, cool. With you. Yeah, that's fine. It's a tune that I like playing a lot. I don't know why, but I like it. It touches me. And it's from a new movie soundtrack from a TV series about vampires. And True Blood, maybe you've seen it, maybe you've watched it. It's a bit of a mix between romance and action and a bit of splatter. Sounds like real life to me. It's a bit like real life, really, yes. Lots of vampires, too. Now, take me home.
Well, thanks for your wonderful feedback. Much appreciated. Also vielen Dank für das Feedback hier im Chat in unserer kleinen illustren Gesellschaft, zu der sich morgen noch ein paar und in den nächsten Tagen noch ein paar gesellen werden. Also viele gucken den Stream auch hinterher, also auch an euch viele Grüße. So for the delayed viewers who are not present here live on the stream, this was for you as well, and I welcome you every single time, and also I welcome you back when this happens again. And before I share my final words for tonight with you, I present to you one last time Merit Sloch. Ja, ich werde noch ein Arrangement eines Stückes aus einer Tanzmusikhandschrift von der Ostsee, nämlich aus jetzt Kühlungsborn, früher Arendsee, spielen. Dieses Stück ist so ein Nummer 1-Hit des wahrscheinlich späten 18. Jahrhunderts. Das gibt es in Belgien als die Gedachten zum Beispiel auch. Das gibt es als die, irgendein Carillon, Oxford Carillon. Es gibt es in England auch. Ich habe eine wunderschöne Version von Steph West gerade jetzt im Januar gehört, als ich das letzte Mal in England war und dort einen Kurs gegeben habe. In dem Manuskript, von dem ich spreche, aus ehemals Arendsee, jetzt Kühlungsborn, heißt es Scherenschleifer. Ihr könnt meine CD jetzt schon erwerben, indem ihr mir im Prinzip jetzt schon das Geld überweist, dann kann ich das an Ralf weitergeben, dann nimmt er mich weiter fleißig auf und ihr habt eure CD sicher, die wird Anfang November, denke ich mal, fertig sein, Mitte November alles spätestens soll das dann passieren. Wie das geht, schreibt mir einfach eine Mail oder ruft mich an, meine Website kennt ihr ja, die aktuelle Mailadresse ist auf der Homepage. Und noch eine Sache, ich habe noch eine Veranstaltung dieses Jahr, die hoffentlich vielleicht stattfindet, das ist ein Kurswochenende, das ich organisiere, instrumental und Kurse und ein Tanzkurs mit internationalen Dozenten, unter anderem Drilaya Dudelsack, Sekpipa, ein Ensemblekurs, ein Tanzkurs, www.spielkurs-piepenbock.de. So, a short summary in English. I'm going to play you another melody or an arrangement of another melody from a German dance music manuscript of the late 18th century. If this melody sounds familiar to you, there are lots and lots of melodies that are shared in different European countries at the same time or sometimes with a little delay. I took this one out of a manuscript from the shore of the Baltic Sea, close to the place where my parents live. And by the way, if my parents should be out there somewhere, which I guess they are, hello. Thank you for everything you did for me. So you can buy my CD now already if you, I wonder if I just said this in English already, if I have, so please forget this, but I will do it again because I don't know. Or perhaps you can help me. Did you already say this in English? You did say it in German. In German, so in English. I'm not sure on you anymore. So I will repeat English already. You can buy my CD already now and support both of us with doing so. Just write me an email or call me. You find my current contact dates on my website that you already have seen in the comments perhaps. And then I explain everything to you. And the other thing is, I want to add, I still organize a workshop weekend in November this year, and I hope this can take place. It's an instrumental workshop weekend with a kind of 8 workshops. Violin, a Danish violin player is coming. A Spanish hurdy-gurdy teacher is coming. There are bagpipe workshops, a dance workshop. If you want to know more about this, it's spielkurs-piepenbock.de. I think perhaps I will add this later in the comments so you can have a look at it. So now comes Scherenschleifer from Arendsee manuscript, perhaps late 18th century.
Vielen Dank. Also dir auch nochmal vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Musizieren und fürs Teilen deiner wundervollen Musik. Es ist wirklich, ich sitze da auch manchmal und höre so die Aufnahmen ab, die wir machen und denke dann so, wow. Und bin oh, dann schön, also ganz, das ist ein großes ganz, Kompliment, vielen ganz Dank. Ganz weggetreten und ich habe schon, wie gesagt, meine Lieblinge so ein bisschen rausgepickt, aber die Stücke sind alle wirklich bombastisch gut und auch wirklich total kreativ arrangiert. Ich freue mich also dann auf die Weiterarbeit. So, thank you very much again for sharing your wonderful music, your nice and really fresh and creative arrangements of the pieces that you do. And I know this is the way you play, this is the way you want to play, and it's really refreshing for me. It's a pleasure to do this. Yeah, thank you. This was really fun to do this here, and it was really fun this day recording, and I'm looking forward to tomorrow. Yep, me too. And first, I think we all deserve a little glass of wine now. Oh, yeah. And tomorrow is another day. Also, ja, wir haben uns jetzt ein Gläschen Wein noch verdient, bevor ich dann wahrscheinlich in einen kummerartigen Schlaf falle. Ich war heute nicht ganz so gut drauf wie sonst, aber das wird schon wieder. So, und ich schicke euch jetzt nochmal den Link mit der Ambient-Harfe. Ambient stimmt ja heute doppelt. Und das könnt ihr nutzen, um dann noch einen kleinen Beitrag im Spendenhut zu lassen oder im Konzerthut. Das wird natürlich geteilt, 50-50, mit der Merit. Und das Ganze nochmal auf Englisch. I just shared the donation link or the hat, the concert hat, where you can place a little amount if you want. And this, of course, will be shared with Merit in equal parts. That's good. Yeah, that's schön. How we roll around here. Yeah. So, yeah. Let's have a glass of wine. That is and you perhaps also have one. Habt noch einen schönen Abend, trinkt auch ein Glas Wein. Ich freue mich auf meins jetzt auch schon. Und dann werde ich mein müdes Haupt auch zur Ruhe betten und wahrscheinlich von Vampiren träumen, aber ich hoffe, es sind nette Vampire. Ja, und wir haben ein paar Holzkreuze hier noch, das passt schon. Passt. Ja, ja. So, don't be afraid of the. We'll keep the vampires from your door. From my door, oh my God. Yeah. Oh. And I have a few wooden crosses here as well, and I better do it outside because it's a mess when they pop. Ja. I know. It's an awful mess. Ja. Ich habe schon fast alles gesagt. Noch ganz viele liebe Grüße an meine Freunde, die hier zugucken und an meine Familie, die zuguckt, an meine Familie nach Berlin und Salzgitter und wo immer ihr zuguckt, Büsum vielleicht, an die Nordseeküste. Und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich drauf und bis dahin euch alles Gute. Also bleibt gesund, bleibt munter auch im Geiste und wir sehen uns bald. So, thank you again for tuning in and feel free to, of course, subscribe to this channel and to this concert series, and I will see you very soon. Until then, stay safe, stay healthy, and stay sane. So all the best to you.